3, 2, 1, hallo und herzlich willkommen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt bei einer weiteren Runde. Perfekt heißt mit. Hallo. Dalu. Wir haben gerade noch darüber gesprochen, welche beiden Klassen es denn neu gibt. Und neben dem Schrumpfen fanden wir die Polizeiklasse jetzt auch gar nicht so ohne, denn die kann wohl angeblich Geld essen und verschwinden lassen. Das ist natürlich hart, wenn man dann Geld verliert. Pilotenzeit. Dann habe ich Sepp auf der Land so abgefuckt. Das ist schön. Was wollt ihr denn spielen? Ich gehe mal auf Krypto. Ich habe keine Ahnung, wie viele PCs es hier gibt, aber. Genau, was haben wir denn generell so vor? Wie kriegen wir Vaults auf? Es gibt ja den Subway, das ist die Maske mit. Ach, die Maske, die Map mit der mit dem Subway. Ach, wo du von unten so aufspringen kannst. Genau. Ich würde unten aufspringen. Also den kenne ich, den Eingang. Da können wir eigentlich easy den ersten Vault mit knacken. Okay, ich würde den mit den zusätzlichen Kameras spielen. Ich glaube, der ist auf der Map ganz nice. Der ist auch sehr nice. Du bedenke, wenn die durch deine Kamera da eine zusätzliche laufen, dann ändert sich das Bild unten bei dir. Wenn da automatisch, ja. Ja, wenn da irgendwas Sassiges passiert. Das ist sehr stark. Und den zweiten Vault kannst du da unten auch über den Vent betreten, ohne dass du reingehst. Also ja, komm, vielleicht, wenn du Vault-Knacker bist, dann nehme ich den Joker. Okay. Nee, ich bin ein Ninja. Dann geh du immer rein und ich gucke. Ich gebe dir Rückendeckung. Ich kann mich ja als Kiste verkleiden und kann dann gucken, unauffällig, ob da einer kommt oder nicht. Achso, das heißt, ich spawn auch Subway. Okay. Du kommst auch Subway. Ich gebe dir Rückendeckung, weil es ist halt immer mies, wenn einer von denen halt auf einmal da hinter dir steht. Und, ja, aber du kommst ja dann nicht hier raus, ne? Also, sobald ich da drin bin, schießen die mich ja eh weg. Ja, ich kann von hinten dann ja rein und versuchen, die zu töten. Wir setzen einfach. Diesmal müsste es besser werden. Diesmal muss es hier besser werden. So. Ja, bitte. So, Vorsicht, Explosion! So, Jay, weißt du jetzt direkt, dass wir von unten kommen? Er hat irgendeiner was kaputt gemacht. Okay, wollte es offen. Also oben sind schon da welche in die gerannt. Bank gestürmt. Kann sein, dass einer kommt. Ich einer spielt den mit dem FBI-Mantel. Hast du Geld? Was? Nee. Achso, so schnell, ja gut. Da ist ja, also ich würde das direkt leer räumen, bevor die Teil rallen. Ich denke, der hat das beim ersten Explosieren schon gerallt. Nee, gerallt, die haben noch nicht gerallt. Ich glaube, die brauchen eine Runde. Weißt du, die kommen jetzt gerade aus dem Urlaub wieder, die wissen also, nicht so ganz genau, wie die Map aussieht. Sepp, hier sind nur zwei Sachen drin, ich habe 12.000. Okay, vielleicht auch vier. Okay. Bam, das äußere Feld gehört mir jetzt. Ja. Da kommen sie nicht mehr durch. Achso, da kommst du wahrscheinlich schon durch, aber es ist schwer jetzt. Ich habe oben einen schießen gehört. Dann gib du mir mal das Geld. Ja, ich kann ich rennen. Schön. Und du hast eine Maske, ne? Wo kam das Geräusch her? Da hinten kannst du über einen Vent nach oben in den zweiten Vault. Geh du schon mal vor. Ja. Warte an dem Vent am besten. Ich weiß nicht, ob ich hack mal den ATM auf. Weißt du, ob du eine scheigedämpfte Pistole hast? Nee, ich habe einen Raketenwerfer. Ja, gut, dann komme ich ja und mach dir den Vent auf. Wir haben 1000. Oh, schau mal nach, ob. Die haben 30.000. Die haben wieder diese Drohne. Nee, das war super. Wenn der draußen die ganze Zeit rumfliegt. Ja, nur draußen ist halt schwierig. Also. Mal drin der Easy Game. Die macht einen ja easy weg. Ja. Mal das mal gehackt. Nehmen wir das mal auf, damit das mir yelled ist. Und schmeißen wir das mal hier hin. Christian, komm mal rüber. Gibt es zwei von den Barkeepern? Kann sein, ja. Ich darf achten müssen. Da haben sie das Geld hingebracht. Wir bringen das Geld im Haupteingang raus. 33,8. Geh mal die PCs checken, bitte. Ich habe das Gefühl, die haben hier Krypto. Haben die. Was gedacht? Der macht meine Kryptos wieder, das Schwein. Hab ich? Können wir durcheinander durchlaufen? Glaube schon. Ja, dann
Boah, hier ist ja richtig fett. Da ist richtig fett. Alter, das wird... Ich hab ja auch noch mal Geld. Können wir gleich auch noch mitnehmen. Und auch noch mal 7.000. Ja, 75.000 auf... Oh, Dalu macht die schönen Kryptos. Und der fliegt die ganze Zeit... Weißt du, die Drohne ist zwar stark, aber die ist halt unnötig, wenn halt drinnen viel passiert. Irgendwer rennt da drin? Ich weiß nicht, ob du gerade rennst. Ja, wo ist denn noch? Wie viele Gelddinger haben die denn zum Abgeben? 1, 2, 3, glaube ich. Ja, oh, du hast eine, die Maske an, Christian. Einer ist hier mit mir. Ja gut, aber ich habe auch Geld am Rücken, wa? Ja, aber dann manchmal reihen die das nicht. Also manchmal reihen die das halt wirklich nicht. Okay. Gib mir mal das Geld. Ich kann rennen leise. Ja, warte, ich sammle gerade nochmal alles auf. Dann haben wir nämlich... Achso, ja, stimmt. Nice. Schmeidige 93.000. Boah, was? Und hier brennt's schon wieder. Mein Gott, das muss doch mal einer löschen. Das ist ja nervig. Ich meine jetzt hier unten brennen. Feuer, weil hier unten sind wir fertig. Vorsicht, Sepp. Soll ich nicht vorgehen? Okay. Und jetzt installiert hier schon wieder einer Kryptominer genau daneben. Mann, Mann, Mann. Da ist die Drohne. Alter! Die Drohne ist halt so useless dann. Okay. Ja. Scheiße, okay. Okay, das haben sie so schnell gemacht, da habe ich die nicht einmal gesehen. Okay, das muss ich anders machen. Na, Pilot ist, glaube ich, mit mehreren einfach besser. Zu wenigen ist er. Aber stark. Das war selbst. Ja, die Drohne war dann nicht so hilfreich. Sepp hat einfach den Megaplan gehabt. War ein das guter war aber Plan. Nicht nett. Habt ihr dann mit der dicken Feuer durch die Feuertür seid ihr rausgegangen, in die Vaults. Und über einen Subway, da bringt halt die Drohne nix. Nee, nicht durch die Feuertür. Dann bist du da easy weggekommen. Das wusste ich gar nicht. So, okay. Fetten Agenten nimmst du? In fetten Agenten, ja. Da bin ich Platz 1391 im Global Ranking, ja. Krass. Krass. Richtig krass. Okay, die werden jetzt unten gucken gehen. Ja, natürlich werden die jetzt unten gucken gehen. Also, joinen wir Dalu. Ich würde jetzt, ich würde jetzt Engineer oder so. Also einer sollte auf jeden Fall zum Aufspringen haben. Das oben war sehr lustig. Also ich habe einen die ganze Zeit beschäftigt. Da waren ja, sechs nice. PCs oder so. Der hat immer Krypto. Er musste mal löschen. Ich habe wieder drauf gemacht. Okay, also man kann durch die U-Bahn irgendwo ein Ding. Ganz ehrlich, Sepp ist da immer voll. Sepp ist da immer voll obsessiv mit. Ich mache jetzt da Metagaming. Sagt der, probiert halt nochmal. You can find and install in certain places secret files picked up by him. Willst du Insta da machen für den Bohrer? Dann nehme ich den. Genau. Dann nehme ich den Demo. Ja, ich gehe eine Runde gucken. Ihr wird schon alles kaputt geschossen. Mach direkt alles Glas hier kaputt. Okay, Police spawnst du bei den Juwelensachen draußen. Okay, ich habe alle Juwelen schon mal kaputt gemacht. Dadurch mach mal direkt den Vault hier unten auf. Ja. Soll ich dir Zuschauer mitbringen? Piepen war ich nicht. Okay. Geld. Oh. Wohin? Also einer ist bei mir unten. Ist runtergegangen jetzt. Guck mal, die Angestellten haben alle kein Geld bekommen für ihren Job. Die stehen alle hier. Dalu, wenn du da fertig bist, sag Bescheid. Oh, da ist neben dir gerade ein Kopf. Ja, ist Kopf. Soll das ist ihm die Tante wieder, die diese... Ich habe ihm Geld geklaut und er hat keine Ability. Er kann halt keine neuen Sachen setzen. Haben wir mal Peng gemacht. Ja, Sepp ist schon drin, versteckt. Lila Krawatte, kein Sakko. Als Mitarbeiter. Okay. Ja, der ist offen. Ja, wir haben die Anti-Hackerin und die diese Fake-Dinger aufstellt. Am unteren Vault ist gerade jemand drin von den beiden. Oh shit. Mal. Ich glaube, der schießt doch auf dich. Er hat mich getötet. Oh, ich dachte, das wäre einer von seinen komischen Puppen. Wo kommt man denn da hin? Junge. Das war ich. Ab Sepp. Sehr schön. Oh, er hat sich einfach dahingestellt und auch als Puppe ausgegeben. Ich hab doch gerade gesagt, ich habe seine Ability geklaut. Man nicht von dem, das kannst du nicht wissen. Ah, du doof, Mann. Der steht jetzt hier.
Der steht hier oben, Dalu. Ich sei in die Falle getappt. Zweimal. Einer von denen ist Pickpocket. Das ist Jay, der hier steht, den ich markiert habe. Yeah. Ist unten hier einer bei den Computern? Das ist nicht Jay, glaube ich. Ich kann ihm kein Geld mehr klauen, da hat der nichts. Pocket easy game. Mich gerade richtig. Das kann sein, dass der nichts hat. Selbe, ich weiß. Aber der hat der sich andere da. Ist die Blonde. Der andere ist, gerade weggesprungen. Ja, 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 der andere ist die Blonde. Ja, ja. Was war deine Frage, Selbstschau? Sorry. Alles gut, ich bin dran. Die sind gerade beide hier oben bei den Juwelen. Okay, Sepp ist Mitarbeiter. Sakko, rote Krawatte, dicke, buschige Augenbrauen, 3 Tage Bart. Dalu ist rot, keine Kopfbedeckung. Christian grau mit roter Mütze. Und einer geht runter. Hat einfach okay, gerade $5,000 verloren. Ist das ärgerlich. Jay, oh mein Gott, ich bin so ein Idiot. Warte mal. Komm nicht mehr raus. Ich wollte gerade sagen, Christian, warum bist du ein Customer? Scheiße. Ich bin Jay hinterhergelaufen und dann stehe ich plötzlich ohne Verkleidung vor dir. Oh. Ich hab vergessen, mich zu verkleiden. Okay, also die beiden müssen jetzt erstmal zur Polizei oder zurück, um ihre Fähigkeit zu holen. So, meine Fähigkeit wurde gestohlen. Deswegen bleibt der jetzt die ganze Zeit offen. Ja, ja, also Ram hat auch noch nicht. Oder wer auch immer das ist, wer auch immer der mit dem blonden Haaren ist. Ich denke, dass Jay der ist, der da faked. Ich hab mal draußen die Dinger kaputt gemacht. Die Juwelen. Einer hat meinen Drill gefunden. Dalu, ich glaube, ich höre hier Feuer, kann das sein? Feuer? Warte, ich gehe auch mal in den Backstage-Bereich. Feuer wäre mega. Einer hier unten bei mir. Ja, ich habe Feuer gemacht. Und einer war oben bei den Jewels. Oh, ich bin tot. Dalu, das ich hat bin jemand tot. Gesehen. Ich bin tot. Oh mein Gott, mein Fake. Er stand direkt wieder neben mein mir. Mein insaner oh. Move. Oh, jetzt haben sie gerade das Feuer angemacht. Ja, habe ich einmal gesehen. Er hat seine Ability wieder. Ich muss mal kurz noch mal gucken, was er in der Tasche hat. Dalu? Ja? Ich wechsle die Taktik. Okay, was machen wir? Hier draußen liegt Geld. Wo? Genau vor mir. Okay, beide sind Mitarbeiter. Ich gehe wieder in Subway, die finden den Subway ja einfach weiterhin übelst unnötig. Also da war ja von denen noch keiner beim Subway, hast oder? Hast du das Feuer hier gelegt, Sir? Nein. Was? Wer war das? Ich war's. Nee, die Münze warst du aber nicht, oder nicht? Nee. Ich hab sie mit einer Münze angelockt. Ich geh mal hin. Münzen? Guck mal bei Dalu, Leute. Münzen? Also, einer ist dabei mit. Oh. Als ob der das nicht gesehen hat. Sie stehen beide neben dir. Die sind beide bei Dalu. Die stehen beide neben Dalu, Sepp. Beide Mitarbeiter. Lila Krawatte, kein Sakko und der andere rote Krawatte. Kann doch nicht wahr. Warte. Wieder der Kleine. Hier irgendwo drin. Hier liegt Geld. Achso, das ist der, was du geholt hast, wa? Ah, ich muss auch mal weitergehen, ne? Als ob der das nicht gesehen hat. Oh mein Gott. Gib mal dein Geld aus der Tasche da. Ey, ich. Oh, Mist. Jungs, alle an die Treppe. Münzen? Was? Ich habe jetzt 42.000. Der Pickpocket nervt dich, kann das sein? Ja, der ist hier unten halt immer noch. Aber ist okay. 2 Minuten noch, sind noch 2 Leute. Okay, Sepp ist wieder Customer. Rote Jacke, kein Hut. Nee, der läuft weg, Dalu. Der eine ist weg. Oh, was? Der läuft weg? Kommt wieder. Raum kommt wieder. Ist er noch da? Ich sehe ihn. Ja, der ist hinter, der ist genau hinter dir. Okay, okay. Aber er guckt nicht hin. Jetzt sind beide da. Du machst das super, Dalu. Ach komm, jetzt haben sie Dalu.
Dalu ist. Okay. Dann muss Dalu der sein. Von denen ist Dalu. Ja, sehr gut. Nach dem einer von denen muss da. Nice, nice, nice. Oh, das ist mies. Habe ich nicht verstanden, wie das rausfinden können. Sefta, tut mir leid. Dalu hatte Spaß, ich war schlecht und du musst jetzt Sirius spielen. Das ist nicht schlimm. Ich hab dir gut ab, wenn da unten jetzt die Tresore offen wären, das hätten die nie mitbekommen. Also mach gerade den ersten leer. Wir haben halt keinen Joker, deswegen ist das nicht so viel, leider. Ja, der zweite Vault wird auch nicht reichen, aber ich werde es mal durchziehen. Die werden noch kommen, mich zu holen. Ich denke, genau, die werden jetzt bei den Explosionen checken, dass du halt unten bist. So doof sind die ja auch nicht. Also vielleicht schon ein bisschen, aber. Jetzt wird einer kommen. Oh, Sepp ist der, der den Drill macht. Er hat nämlich immer den Drill versucht zu starten. Hier drin. Ah. Aha. Warum kam jetzt hier so eine Explosion? Welche Farbe? Wie sieht der aus? Wie sieht der aus? Ja, vier Sekunden. Gut, okay, sieht nice. Da ist übrigens auch so ein Bewegungsmelder drin. Ah! Ja, Tisch auf! Gesagt. Stimmt, der kann den Volt auf. Wer hat den? Ne, der war kaputt! Na? Wer hat den denn kaputt gemacht? Hey Bram, das war aber ganz schön lustig. Ich hab den kaputt gemacht. Ja. Ja, aber, dann, ja. Aber ich hab die ganze Zeit nicht mal gesehen, war Ausschlussverfahren. Ja, das wusste ich nicht. Ich hab es wieder vergessen. Ja, hab ich gemerkt. Ich wusste, was du anhattest, Dalu, aber ich, immer mehr Leute sind gegangen, die halt selber anhatten wie du. Ja, ich hab die alle gesammelt. Ja, ist die angekommen, sind aber gegangen und dann war das Feuer wieder an. Da standen auch drei, aber du warst der Einzige mit der lila Krawatte. Ach, Mist. Ah, miese, miese. Einfach enttarnt worden. Stark. Da unten. Okay, pass auf. Eine Sache, die ich gerade gesehen habe, das erste Mal in dem Vault unten, da drin, gibt's noch einen Weg nach unten. Aha, aha, aha. In die U-Bahn. Ich weiß aber nicht, wo der landet. Kannst ja gucken. Okay. Wenn du von der U-Bahn ausgehst, oder? Ja, wahrscheinlich, ja. Aber ich stelle mich einfach auf den Raketenwerfer und sobald einer reinkommt, mach ich den weg. Ja. Rechnet doch keine Sau mit. Das Funkgerät ist nicht neu. Schon, die ist useless. Zumindest in meinen Augen useless. Useless. Ach, der Agent. Der mit dem Camouflage-Screen. Ah. Den kann man leider, also ich finde den immer noch schwierig zu benutzen, weil... Ich finde den auch super schwer. Den so aufzustellen, dass du auf keinen Fall siehst, dass da Schmu abgeht. Schwierig. Ach so, den könnte man vielleicht mal vom Abgebewagen abstellen. Da laufen die ja nicht so häufig rum, dann sehen die nicht, ob du da gerade abgibst. Ja... Probiere ich mal aus. Aber ich kann jetzt dann das Glas. Du? Ich mache jetzt einfach das Glas kaputt. Ja, ich meine, Poison lenkt die wieder ab. Nice. Also, das geht auf die U-Bahn-Geschichte voll ab. Ja, da bin ich halt selten. Bin ich halt wirklich selten. Das ist zum Glück eine sehr kleine Map, da ist das ein bisschen netter. Okay, du siehst. Den Rand davon. Oh, ich finde aber, das geht. Aus dem Augenwinkel geht das aber gut. Von wer da? Ich habe sie. Einer ist in der Lobby und einer. Den anderen sehe ich nicht. Ich glaube, einer ist unten zum Subway. Einer ist unten zum Subway gerannt. Ich könnte mir halt den. Ich habe einfach deren Raketenwerfer gezockt. Oh ja? Das ist nicht gut. Jetzt habe ich einen Raketenwerfer. Ja, dann machen wir mal das Glas kaputt. Wieso gibt's denn so wenig ATM-Dinger? Oh, da ist Gift und Feuer. Da kommen sie gerannt. Ja, im Subway ist einer, der müsste gleich hochkommen. Junge, ich komme nicht raus. Ich komme. RP. Ich muss ja kurz heilen. Alter, ich hab 2 AP. Ja, das hier draußen geht jetzt nach hinten, Christian. Einer ist bei den Juwelen. Einfach nicht raus gerade. Easy. Ich spiel neues Glück. Ich gönn mir mal ein paar Juwelen. Der steht auch immer noch hier und beobachtet mich. Doch mega, ich hab alle Juwelen geklaut. Geht jetzt rein. Der ist jetzt reingerannt. Awesome. Ich hab alle Juwelen draußen geklaut. Ich guck mal.
60 Sekunden. Dalu ist lila Krawatte Mitarbeiter. Dalu gerade vor meiner Nase. Er hat doch vor meiner Nase dachte ich kaputt gemacht gerade. Kacke. Versteck mich hinter deiner tollen Wand. Gönn erstmal die ersten 22.000. Nice. Wand ist super. Ich mach mal die Kameras aus. Beide gerade oben bei mir im Juwelenladen drinne. Einen habe ich verhaften lassen. Nein! Also unter Kontrolle. Einer ist hier in der Lobby. Ja, in der Lobby, ist in der Bram, Lobby, in der das Lobby. Ist der, das ist der letzte Sepp. Na, Bram, mach's. Mach ich. Wir haben die Kameras ausgemacht. Ich habe keine Ahnung mehr, wo man die anmacht. Ich glaube, war auf dem Dach. Dann gehe ich jetzt hoch und mach da auch das Glas über. Er geht kaputt. Raus und sieht. Ich mach das, er soll es ja hören. Alle Juwelen sind weg. Alle Juwelen sind weg. Mm, der kommt hoch. Perfekt. Irgendwo, wo du hörst. Ich weiß aber nicht, wo man sonst die Kameras an. Scheiße. Ja, oben auf dem Dach, Excel. Hä, wie kommt man denn aufs Dach? Oh ja, geh mal raus. Ja. Und jetzt da die Leiter, da. Cash Register, Double Money. Der ist gerade gegen mich gerannt. Ich hab die Tür aufgemacht und direkt. Ich hab nochmal Geld geholt und bring das meinem weg. Jetzt springt er raus. Ich weiß es nicht. Bring einfach mal so ein paar Häppchen weg. Ja? Dalu, weißt du was? Du bleibst mal hier stehen. Ich werde mal anfangen zu sammeln und dann einfach mal rausschmeißen. Oh, warte mal. Ich stapel das Geld einfach weiter. Ich halte mal die Tür hier im Blick. Oh ja, Mama. Ich markiere euch ihn. Er ist oben am Dach? Ist er auf dem Dach? Das sieht ein bisschen aus, wenn gucken, ich muss klauen. Drauf wäre. Ich habe ihn euch markiert. 000. Aber da sieht er dich natürlich nicht. Nice. So. Ich habe Geld mal rausgeworfen. Oh lol, die haben die ganzen Juwelen geklaut. Draußen. Vor der Tür. Ah, frech. Ganz schön frech. Alter, wie viele Kameras ist. Mega gut. Lass uns rausgehen, ich mach das Gift an und dann guckt er hier rein und sucht uns. Das ist gut. Und wir gehen einfach locker weg. Komm, nicht mal, du musst nicht mal rennen. Ja. Wir gehen. Ich gehe sogar als falsche Verkleidung, gehe ich einfach. Das ist ja kein Problem, der sieht uns hier auch gar nicht. Ja, eben. Achso, doch, ja, sieht er wohl. Nö. Komm, wir gehen ab. Wo gehen wir hin? Hier. Ja. Ja, okay. Eine Ladung brauchen wir noch. Ja, ich gehe unten nochmal ein paar ATMs hacken. Ich habe gehört, das soll ja ganz lukrativ sein. Du oben am Dach? Ich bin oben am Dach. Okay. Ja, nee, ich hatte das nur aus dem Augenwinkel gesehen, weil da ist einer oben auf dem Dach. Was bist du? Warte mal, was warst du für eine Klasse? Ich hab ATM-Hacker. Oh, der hat die Kameras wieder repariert. Ah. Ach, deshalb war der auf dem Dach. Zack. Ach, unten ist nur zwei ATMs, das ist aber wenig. Ich hab die Kameras wieder deaktiviert, damit Jay wieder nur Bram zugucken kann. Ich sehe nix. Kamera kaputt wieder. Ja. Kann ich dir nicht weiterhelfen, außer dir Third-Person-Hilfe zu geben? Ah, nein. Oh. Daneben geschossen. Oh, Jay kann dann Kameras gucken? Nice! Was hat der jetzt kaputt geschossen? Da wird gefeuert. Voll ist dein NPC angeschossen. Ich weiß nicht, wie er das macht, aber... Mit dem Geldbeutel, aber ich hab den Raketenwerfer leider gehabt. Oh, Blast. Oh, was? Oh, nein. Ach so, mein Gott. Blast. Hab ich an dir vorbeigeballert. Einfach in die Menge rein. Ah, ich hab Risky gespielt. Hat dich denn da erwischt? Ich hab Risky gespielt. Du warst doch da oben, oder? Ja, ich stand auch neben dir, als du geschossen hast. Ja, wir wussten halt, wie du aussiehst. Und neben mir ist halt das Fenster kaputt gegangen und dann dachte ich halt, du wärst das. War risky. Na. Ja. Ich war risky unterwegs. Eine Runde gehen wir noch. Und ich bin der jetzt Crime Tapes macht. Also ich mache jetzt Barrier, damit die da unten nicht in die Ecke kommen können. Sonst fahre ich mit dem Bombenwegelchen wieder rein. Also ich gehe auf, ich gebe euch jetzt Info, wo die immer sind. Ich gehe auf den Wallhack. Okay. Was nehme ich denn da? Ninja? Wallhack war, den ich gerade gespielt habe, ne, mit ATM. Der Hitman, der den VIP töten muss.
Was kann der denn noch? Wenn der VIP tot ist, bekommen wir eine Menge Geld und wir kriegen Warlock. Ah, ach, das kriegst du dann danach, okay. Ja. So, ich bin ein Developer. Geh direkt mal nach unten. Erstmal Antiviren-Software installieren. Alter, du kannst mit dem Cowboy-Hut kannst du Jay die Pferde klauen. Was? Oh nein, jetzt habe ich den Cowboy-Hut. Es gibt eine Maske für ein Lol, ich hab direkt 2000 hier hingekriegt. Ja, die habe ich gedroppt. Ich spawn mit Geld. Und zack, direkt abgegeben. Ich fahr mal direkt in den ersten Vault, ne? Ja, die haben. Achso. Mach mal. Oh, ne, der hat direkt kaputt gemacht. Ist da einer oder beide? Ist wichtig. Einer war unten in der Lobby. Da fährt ein Auto. Hab ich gemacht. Ja, geht Haupteingang raus. Geht jetzt zum Subway. einer läuft immer noch. Der andere läuft auch draußen rum. Ja, echt? Ja. Also der eine ist entweder beim Subway, der ist jetzt im Main Entrance. Und geht unten, glaube ich, rein. Ich fahre noch mal. Ja, ja, wir haben ein bisschen Geld. Der VIP ist tot. Nice. Lost Connection. Wieso habe ich denn Lost Connection? Oh, der hat mich nicht gesehen. Oh, die haben so einen Störsender gemacht. Alter Schwede. Feuer. Ich glaube, die haben einen Störsender. Sepp, da kommt jetzt ein Cop in die Main Hall. Hier sind beide. Zeig euch beide. Ah ja, guck mal, mega. Okay, der Cop, der hier dieses Crime-Ding gemacht hat, der muss doch gesehen haben, wie ich die Tür zugemacht habe. Egal. Das heißt... Weich jetzt. Okay, einer ist unten reingegangen, einer oben, okay. Oh, die haben einen Störsender aufgebaut, dass ich nicht reinfahren kann mit meiner Bombe. Wo haben die das Geld her? Türen gehen die ganze Zeit auf und zu. Da war ich. Was explodiert? Was ist nicht damit explodiert? Ja, die haben uns hier auch eingesperrt mit dem Crime-Scene-Band. Da können die aber selber immer nur so bescheuert rüberspringen. Wo ist wir denn dieser Störsender? Wir müssen hier kaputt schießen. Also einer ist hier bei uns und einer ist genau auf der gleichen Seite draußen. Achso, die haben den VIP getötet. Ah. Ich weiß nicht, ob du hier auch eine Rifle holen kannst am Polizeiauto, aber vielleicht kannst du dir das. Kann ich. 19.000. Oh, das kann man damit nicht kaputt machen. Das ist doof. Immer noch einer bei den Juwelen hier bei mir. Kommt jetzt rausgesprungen. Oh nice, dadurch ist durch. Einer ist bei mir in der Lobby. Einer ist da hinten. Ich glaube, der sucht dich, Sepp. Nee, der geht in Subway. Einer geht runter in Subway. Mega. Ich gehe jetzt einfach den ersten Vault sprengen. Jo, dann ist das ganz unten bei dir gewesen, oder? Scheiße, das war jetzt wahrscheinlich nicht so smart. Du bist unten jetzt, ja? Ja. Nice, schönes Feuer gelegt. Ich hab oben mal die Juwelen kaputt gemacht. Ich mach oben gleich den Vault auf. Oh, hier gehen die Türen auf, nice. Hallo? Sollte ich mir mal hier die Juwelen gönnen? Hab schon. Nein! Als ob da jetzt einer reinkam! Hallo Sepp. Mach weg die Sau. Hab ich. Hast du schon. Oh, das ist ja meine Schuld. Ich wusste nicht, dass du hinter der Tür bist. Nee, ich hab gedacht, okay, da ist gerade die Feuertür auf. Oh, da liegen zwei Juwelen. Nimmst du die mal in die Schuld. Hand? Nee, du kannst ja gar nichts für euch. Ich stand genau hinter ihm. Ja, ich war greedy. Ich würde gleich versuchen, oben den Vault aufzumachen, wenn die weg sind.
Mich hat er auch. Oh, Bram hat sich auch gefunden. Ja, der hat's gefaked. Okay, jetzt müssen wir sneaky spielen. Müssen wir wirklich sneaky spielen. Sind wir sonst am Arsch. Wo ist Bram denn hin? Wie kommen wir an? Ich kann Körper immer wieder runter. Aufdecken. Mama, Christian, kannst du die Tür aufmachen, bitte? Danke. Der Vault ist offen. Nein, Dalu. Da muss richtig viel Geld drin liegen, dass die das so unbedingt wollen. Eine Explosion? Wart. Komm dir jetzt wieder zur Hilfe, ich bin ja unnütz. Kommt doch direkt einer hinterher gerannt. Natürlich. Kann einer von euch Geld schon mal rausschaffen? Ich hab für den? Ein bisschen Stress die rennen, gemacht. Hier oben ist einer. Sepp, bei uns ist einer. Hier habt ihr Wallet, es sind beide in dem Ding drin. Ja, aber die sind die ganze Zeit hier bei dem Juwelierzeug. Die sind, also beide sind gerade hier. Beide sind gerade bei mir. Ich weiß nicht, wo das Feuer her ist. Aber hier, kannst du mal ganz kurz, oder weißt du, wo das Feuer sein könnte? Nee. Buche. Unten in der U-Bahn, ich gehe zur U-Bahn. Okay. Die beschützen hier die 4000 Geld, die hier liegen. Ich habe oben an dem Vault mal Feuer gemacht. Mal gucken, ob ich mit der Box einfach reingehen kann. Hä? Die haben ja einfach mehrere Sachen gemacht. Meine. Feuer ist wieder an. Ja. Na, die wollen unbedingt dieses Geld hier haben, glaube ich. Wieso kommt hier oben keiner das Feuer löschen? Das ist jetzt schlecht. Da habe ich drauf gesetzt. Ich gehe mal unten den anderen Vault aufmachen. Ah, den kann man gar nicht aufmachen. Das ist ein Feueralarm-Vault. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt langsam ausrauben, Leute. Ja. Ich würde auch gerne reingehen, aber ich habe hier extra Feuer gelegt, damit hier einer kommt. Nicht gesehen. Nicht mehr so viel Leben. Müsste sich, glaube ich, mal heilen gehen. Aber ich kann ja gerade nicht weg. Ja. Löst dich ab. Nein, sie dich ab, da bringt das auch nichts. Bin jetzt da. Ja, das Geld liegt hier. Wir haben unten das Feuer, du kannst direkt danach zur U-Bahn laufen. Ja, die juckt das nicht. Die denken, da liegt richtig viel Geld. Also die verteidigen die 4000, räumt unten alles aus. Die denken, hier oben liegt oben 50.000 oder so. Ich hab hier unten. Ich hab unten ausgeräumt, aber das waren halt 16.000. Ich hab oben ausgeräumt. Er hat's gesehen. 16.000 reicht nicht. Aber ihr habt wenigstens das Geld mitbekommen. Wie viel waren's? Ja, 16.000 war unten. Ja, Moment, aber 42.000 noch von Chris und oben ist richtig 40. Viel Feuer und so. Der hat auch noch einen abgeknallt. Ich hab da Alu, der hat einen Fehler gemacht. Geh runter. Oben, wo das Feuer ist, da habe ich den Vault leer gemacht. Ja, ich habe, also die Ablenkung ist noch da. Also einer ist draußen am Geldabgabepunkt. Kann sein, dass der unten in den Subway jetzt kommt. Das ist schlecht. Ist da er. Ist der reingekommen und hat mich gekillt. Boah, also mit dieser Sprint-Geschichte ist... Ja, das Sprint-Ding ist halt scheiße. Das werden auch, hier unten lag Geld. Okay, ich werde jetzt 17 Sekunden, 14 Sekunden werde ich das kurz beschützen. Weiß ich nämlich nicht, wie viel das ist. Aber wo ist denn das Feuer noch? Oder Hut? Joa, da liegen jetzt 40.000 unten. Ja, wenn du die gleich mit. Also gehen bringt ja nicht. Doch, ist wo leise. Sind die doch, du musst. Die liegen genau am Subway. Ja, einer wird auch am Subway sein. Der du wird da der sein. Ja, aber gut, aber anders nicht, können wir nicht mehr gewinnen. Ja, geh doch abgeben, du gehst damit nicht. Nee. Du hast doch. Also, dann verlieren wir die Overtime, oder? Oder? Oh, du hast nicht gesehen, Overtime, ja, dann hol dir das Geld. Ja, da ist er. Hab ich ihn getötet? Nee, glaube ich nicht. Wir werden gleich attackieren. Sehr gut, er hat versucht mich zu killen. Mit einer Springladung. Hut auf, er sieht dich, denkt, du hast einen Geldbeutel auf dem Rücken. Ja, der sieht dich.
Du musst da jetzt PvP-Skills auspacken. Ich weiß gerade nicht, wo das Feuer ist. Da vorne kommt er. Hier unten ist er. Nice. Jawohl. Eieiei. Okay. Was? Wow. Er hat ja nicht mal geschossen. Ich hab doch. Er hat nicht geschossen bei mir. Bei mir hat er nicht geschossen. Ja, ich hab mehr als einmal geschossen. Was? Bei mir hat er gar nicht geschossen. Das ist ja Schmu, ey. Nee. Ja, nice. Gut verteidigt, Leute. Das war witzig. Aber wieder witzig. Eine Runde Perfect Heist. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns wissen und checkt gerne mal bei Dalu auch bei Twitch vorbei. Haut rein. Tschüss. Tschüss. Ja. Nee, okay. Das war ich.